Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultimate Chicken Squad und heute darf ich euch dieses wunderschöne Schwaben Arms M41 vorstellen, welche auf einem Modell von Classic Army basiert. Los geht's! Jetzt gerade eben habt ihr das Gameplay gesehen, dann kommen wir jetzt mal zu den Fakten über dieses hübsche Gerät. Wenn der Stock ausgefahren ist, nee, ist er nicht. Der Stock ist nämlich fest und hat deswegen eine feste Länge von 104 cm. Basierend ist dieses Modell, wie eben vorhin schon angemerkt, auf ein Classic Army Modell und wurde von Bugatti per Hand umgebaut. Sprich, die Holzteile hier sind alles vom originalen G3. Wurde eben dann hier rauf gebaut. Mega cool, finden wir echt super. Wiegen tut das ganze Stück circa 3,5 Kilogramm. Nicht zu schwer und ist nicht zu leicht. Für die Größe denke ich, ist es wirklich vollkommen okay. Standardmäßig wird sie auch mit einem DIN-T-Stecker ausgeliefert und kostet durch das ganze Stück 449 €. Im Lieferumfang enthalten ist zum einen das Gewehr, ist auch wünschenswert, wenn man das Teil bestellt. Dann ist noch ein Reinigungsstab dabei, für diese lange Lauflänge ausgelegt. Und dieses High-Kit-Magazin, das ihr hier sehen könnt, mit einer Kapazität von 500 Schuss, gefertigt aus Blech. Mehr ist dann leider nicht drin. Lauftechnisch wurde vorne ein Messinglauf verbaut mit einer Länge von 495 mm und einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Sprich, es ist ein Tuninglauf. Und macht schon ziemlich Spaß damit zu spielen. Auch die Hop-Up Unit macht sehr viel Spaß, ist überarbeitet worden im Vergleich zu den älteren Modellen. Wenn wir es jetzt dazu sagen, das ist Generation 2. Und wir finden es gut. Also wir konnten es nicht beschweren, hatten ein gutes Schussbild, aber da kommen wir später nochmal dazu. Zur Gearbox. Naja, die Internals sind in etwa so enttäuschend wie Stefans Abschussball. Stefan war nie auf seinen Abschussball. Schwierig. Das Nozzle ist aus Kunststoff gefertigt und hat leider Gottes nur einen O-Ring. Mehr wäre schön gewesen, aber gut, das muss reichen. Der Zylinderhead ist aus Alu, hat auch nur einen O-Ring. Kommen wir jetzt mal zum Pisten. Der Pisten ist komplett aus Kunststoff. Der letzte Zahn hingegen ist aus Stahl, also sprich mit Stahl verstärkt. Ja, ich sag mal so, man sollte es definitiv tauschen. Der Pistonhead ist aus Alu und jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Ohrringe er hat. Einen! Yay! Ja, hat leider auch nur einen Ohrring. Sollte man vielleicht in Zukunft, wenn man vorhat, das Teil länger zu spielen, nacharbeiten. Die Gears sind Standard Classic Army Gears, wie man sie kennt. Haben die den Ohrring? Die haben auch einen Ohrring, ja. Die haben auch nur einen Ohrring, die Gears. Genau. Der Trigger ist aus Kunststoff. Habt ihr einen Ohrring? Nein, der Trigger ist kein Ohrring. MOSFET ist auch keins verbaut, nur eine normale Switch Unit, müsst ihr also upgraden. Für 59 € könnt ihr das Bugatti Core einbauen, dieses EFCS. EFCS. Jedes Mal vertausche ich es, ich verstehe es langsam auch nicht mehr. Und diese Knifte hat ein Federschnellwechselsystem. Dazu müsst ihr hinten nur diesen eleganten Stock abbauen. Ich werde es nicht demonstrieren, aus vergangenen Videos hat man gesehen, ist nicht immer so sinnvoll, wenn ich das mache. Jedenfalls muss man hier diese zwei Bolzen da rausschlagen, dann kann man diesen Schaft mehr oder weniger leicht abziehen. Ich habe hier sagen lassen weniger. Und dann kann man die Feder wechseln. Und schon habt ihr mehr oder weniger Joule, je nachdem, wie ihr es eben anpassen wollt. Also optisch ist es halt wirklich ein Hingucker. Ist auch selten auf dem Spielfeld zu sehen und das macht ja dieses ganze Gerät hier überhaupt aus. Noch dazu hier. Dieses wunderschöne Holz ist übrigens, was vielleicht relativ interessant ist, von den originalen G3 von der Bundeswehr aus dem Jahre 1950 oder so. 50er Jahre. Ja, in den 50er Jahren wurde er eben zum G3 bei der Bundeswehr verwendet und das ist dieses Holz und das ist einfach mega cool. Bugatti hat es eben angepasst und dann hier rangebaut. Mega. Wackelt auch nicht, also hier vorne nicht, hinten kommen wir gleich dazu.
ist auch wirklich mit den Übergängen gut gearbeitet worden. Da ist überhaupt nichts kantig oder kratzig oder scharf oder ähnliches. Aber überall, nirgendwo gerade, super gearbeitet. Zum Stock hinten, damals, als wir sie ausgepackt haben, hat der Stock leicht gewackelt. Den guten Stefan, also dem hier die Airsoft gehört, ist sie aber runtergefallen am Spieltag. Die Knifte konnte der Schwerkraft nicht trotzen und dann hat es halt Plumps gemacht. Resultat war, wir haben jetzt hier ein bisschen Spiel, so ich würde mal behaupten, so läppische, ja, 3, 4, 5 Zentimeter, wie man es halt hochhebt. Schwierig, da sind wahrscheinlich die Schraube locker geworden. Da müssen wir nochmal mit Begadi reden, vielleicht reparieren die das. Wir wissen ja nicht genau, was jetzt los ist. Aber an sich wurde wirklich gut gearbeitet, durchgehen und da sind wir auch wirklich sehr glücklich drüber. Sie kriegt von uns 9 von 10 Punkten. Dann zeige ich euch jetzt erstmal, wie man ans Hop-Up überhaupt drankommt. Dazu müssen wir diesen Hebel nach hinten ziehen. Der geht ziemlich leicht, ziemlich einfach. Dann könnt ihr hier so hochklappen und dann rastet hier drüben dieses Blech eben ein und dann kommen wir hier eben schön an die Hop-Up Unit ran. Was positiv ist, sogar mit Handschuhen, ist nicht bei vielen Airsoft, hier geht es aber zum Glück. Ist ein großes Rad und ist hier eben drin. Wenn wir hier wieder zumachen, sehen wir, hat ordentlich Wumms, macht Spaß. Dann haben wir hier den Feuerwehrhebel, entschuldigt. Hat zwei Stufen, gesichert, nicht gesichert. Jetzt ist eben entsichert, hier ist gesichert. Theoretisch hätten wir eine dritte, die funktioniert aber nicht anständig, weil das geht sonst unten hier an dem Gehäuse und sage ich mal, oder am Motor. Ist dann schwierig, ist ein bisschen doof, deswegen benutzt aber nur die erste Stufe und die zweite, also gesichert und nicht gesichert und dann passt das Ganze. Kommen wir mal zum Macrodease. Das ist auch interessant, haben wir hier eben diesen Hebel, wie man ihn kennt, zum Magazinauswurf. Also den hier oder alternativ, upsie, hier drüben so einen Knopf. Ich hoffe, ihr könnt es ordentlich auf der Aufnahme sehen. Nopfus kriegt jetzt eine kleine Einblende. Drückt er hier drauf, wie eben bei jeder M4, wie man es halt kennt. Sprich, dann geht hier dieses Ding auf, dieser Schacht. Und dann noch zum Abzug. Ja, Abzugsweg haben wir natürlich auch ein bisschen. Ja, man kann sich jetzt darum streiten, ob es zu viel ist oder ob es okay ist. Ich denke, es ist okay dafür, dass eben kein MOSFET mit drin ist, kein Chip, gar nichts. Können wir so lassen. Wir geben ihr 8 von 10 Punkten. So, jetzt kommen wir mal zu den Magazinen. Jetzt sprechen wir hier mal Klartext. Diese Magazine alle am Tisch sind von Classic Army. Diese zwei sind exakt identisch. Dieses hier ist das mitgelieferte Hi-Cat Magazin. Eines dieser zwei Magazine wackelt. Feedet, das andere Magazin wackelt nicht, feedet aber auch. Sprich, wir haben ja ein Problem bei der Qualität der Magazine. Also ich zeige euch jetzt mal, hoppala, dieses Magazin hier sitzt fest, der wackelt gar nichts, feedet. Dieses Magazin hier, tun wir rein, es wackelt plötzlich auch nicht mehr. Jetzt wird es mysteriös. Vielleicht die Magazine. Ich habe die Magazine nicht vertauscht. Ja, diese. So, der Sachverhalt ist folgender: Wir haben das Magazin jetzt rausgetan, haben es wieder reingetan und siehe da, es geht. Jetzt wackelt. Also, es ist interessant. Wahrscheinlich kommt es eher darauf an, ob man Glück hat oder nicht, ob es wackelt oder nicht. Was jetzt die genaue Sache ist, können wir jetzt gerade so vor Ort leider Gottes nicht feststellen. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wichtig ist aber, Begadi weiß, dass es bei diesen Magazinen hier zu Feeding-Problemen kommen kann. Sie haben da extra eine PDF-Datei verlinkt, wo man eine Anleitung kriegt, wie man das Magazin zu präparieren hat, damit es auf jeden Fall feedet, sollte das Magazin nicht feeden. Seht ihr dann auf der Shop-Seite von dem Teil hier. Zu den Akkus muss man Folgendes sagen. Glaubt nicht alles, was bei Begadi auf der Shopseite steht. Leider Gottes passt nicht alles, was da steht. Wir hatten sehr große Probleme, was zu finden, obwohl das Akkufach wie scheint riesig ist, aber es scheint nur so. Es ist nicht groß. Diese Pins hier, die da durchlaufen, kommen auf der anderen Seite wieder raus. So, also
fehlt in der Mitte was. Und dieses Material ist das, warum wir kein großes Akkufach haben. Das ist der Grund. Das Akkufach ist übrigens hinten, hier sehen wir es, mit zwei Schrauben gesichert, oben und unten. Dann könnt ihr das Blech runternehmen und den Akku hinten reinstopfen. Wir haben aber tatsächlich nur solche Single-Sticks reingekriegt. 7-4er ist vielleicht auf Dauer ein bisschen blöd, geht aber zurzeit nicht anders. Wir sind noch auf der Suche nach einem 11-1er Single-Stick, weil mehr geht da nicht. Wenn wir irgendwas gefunden haben bis dahin, wenn das Video online kommt, verlinken wir euch das unten oder auch nachträglich, müssen wir mal gucken. Dennoch kriegt ihr von uns 6 Punkte. Ja, die Gewichtsverteilung von dem Teil ist eigentlich auch ziemlich gut. Es liegt super in der Hand. Schwerpunkt ist nämlich hier in der Mitte. Dann haben wir hier vorne noch einen schönen Griff. Hier hinten können wir abstützen. Einfach super. Mega gut. Der Griff selber ist auch ergonomisch gehalten. Die Hand lässt sich also schön geschmeidig herumlegen. Und der Abstand zum Trigger ist auch nicht allzu weit. Fühlt sich gut an und macht wirklich Spaß. Vom Gesamteindruck her gut. Vom Handling her wirklich super, aber was nicht so gut ist, CQB. Ich meine, ihr kündigt euch zum Meter vorher an, so hey, ich komme jetzt. Ja, also wenn sie das nicht merken, dann kann ich auch nicht helfen. Ist eher schlecht, ist eher für Outdoor geeignet, würde ich mal behaupten, für größere Distanzen. Und da macht es ja halt wirklich viel Spaß, da haben wir es ja auch getestet, wie ihr im Video vorhin gesehen habt. Wir geben ihr 8 von 10. Laut Pegadi hat das M41 ja 1,6 bis 1,7 Joule. Wir dachten uns so, hey, wir kronen das mal nach und sind leider auf ein ganz anderes Ergebnis gekommen. Wir sind nämlich auf 1,0 bis 1,15 Joule gekommen und das ist eine ordentliche Hausnummer, die wir da eben an Unterschied haben. Ob es jetzt hier eben an dem Gerät liegt, also an unserem Modell, das wir gekriegt haben, oder ob das insgesamt in der Serie ist, wissen wir jetzt leider nicht, aber leider Gottes ist das die traurige Wahrheit, dass dieses M41 nur maximal 1,15 Joule hat. Gekront wurde übrigens mit 0,28er BBs. Jetzt kommen wir zur Reichweite. Die Reichweite von dem Teil ist nämlich super. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben das Ende der Kugel gar nicht mehr gesehen. Liegt vielleicht auch an der Größe des Spielfelds. Also an der Reichweite. Aber sie schießt verdammt weit. Das ist geil. Also für diesen Preis ist es wirklich verdammt geil. Auch vom Streuen her, es hat sich sehr in Grenzen gehalten. Also wir hatten kaum wirklich einen Ausreißer, jetzt nichts dramatisch Erkennbares. Man hat mit dem Ding geschossen und man hat getroffen und das ist wirklich was, was man diesem Gerät hier anerkennen muss. Sie kriegt deswegen auch ganze 9 Punkte von uns. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende des Videos angelangt und damit auch zum Endfazit über dieses Spielgerät. Wir sagen, ihr könnt es wirklich kaufen mit einem guten Gewissen, aber ihr müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen, nicht so viel wie bei den anderen Airsofts, aber ein bisschen, tauscht die Teile aus, die wir am Anfang besprochen haben, wo eben nur ein O-Ring drauf ist, was das Kunststoff ist, das muss raus, da muss es ordentliches rein, dann wird es dichter, dann kommen wir vielleicht sogar auch auf die von Pegadi angegebenen 1,6 bis 1,7 Joule und baut euch eine elektronische Überwachung rein, sprich das Pegadi Core. EFCS, ich werde immer besser. Und dann ist es wirklich etwas, womit ihr lange, lange Zeit richtig viel Spaß haben werdet. Auf Spielfeldern, auch mit großen Distanzen, wirklich mega. Wir konnten nämlich nichts dagegen aussetzen. Apropos, weil ich es gerade gesehen habe, weil ich meine Hand drauf hatte, diese Rail, die ihr hier seht, muss man dazu kaufen, wenn man sich zum Beispiel ein Scope raufbauen möchte oder ähnliches. Die sind bei Pegadi verlinkt. Da gibt es 3 verschiedene zur Auswahl, die ihr euch darauf kaufen könnt. Könnt ihr euch immer überlegen, ist nämlich eine wirklich sehr sinnvolle Sache. Ja, und am Ende des Tages hat sie immerhin sich 8 Punkte verdient und das ist wirklich gut und da kann sie stolz drauf sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut, lasst ein Like, ein Abo da, einen Kommentar und was weiß ich, was alles, was man auf YouTube machen kann und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein! Are you listening? Damn.